Der Aster ist die Exekutive des Studierendenparlaments, also der gesamten Studierendenschaft, und vertritt somit die Interessen aller Studierenden, die an der Goethe-Uni sind. Das bedeutet, dass der Aster einerseits an die Beschlüsse des Studierendenparlaments gebunden ist und diese sozusagen umsetzt, aber auch, dass es darin eigentlich eine ziemlich große Handlungsfreiheit gibt in der Art und Weise, wie die Aufgaben gestaltet werden und Projekte durchgesetzt werden. Ich mache beim Aster mit, weil ich das Gefühl habe, dass man über den Aster sehr viel erreichen kann, was die studentischen Interessen angeht, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint. Wenn man zum Beispiel mal die Wohnraumsituation in Frankfurt nimmt, von der ja die meisten Studierenden negativ betroffen sind, kann der Aster da jetzt nicht direkt Landesgesetze verfassen oder Wohnungen bauen. Aber was der Aster machen kann, ist in seiner Rolle als Vertretung Positionen in den Diskurs einbringen und zum Beispiel solche Modelle wie die kostenlose Mietrechtsberatung für Studierende einführen, die dann letztendlich doch für viele Studierende eine ganz konkrete Verbesserung in ihrer Wohnraumsituation darstellt. Ein Erfolg, den wir jetzt vor kurzem im Aster hatten, ist die Einrichtung von einer Fahrradwerkstatt am EG Farben Campus, die sich leider zwar eine Weile verzögert hat, aber jetzt doch wahrscheinlich am Ende des Jahres fertiggestellt werden kann. Der Aster wird über das Studierendenparlament gewählt. Das bedeutet, wer in den Aster möchte, muss zunächst mal über das Studierendenparlament, über die Hochschulgruppen, die dort antreten, gehen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, als Gast sich an den Aster zu wenden und dort auf das Treffen zu kommen oder ein eigenes Treffen auszumachen.